Mein Name ist Nick Schuffenhauer, das MX Style ist sicher zum MX Lifestyle und heute wieder mit einer neuen Runde Frag Nick. Und zwar, macht Sand wirklich so viel kaputt? Und was halte ich von Curly und den Grenzgängern? Also, viel Spaß dabei! Ja, liebe Offroad-Sportfreunde, ihr habt mir wieder einige Sachen gefragt, ja, und die möchte ich natürlich hier wieder zufriedenstellend beantworten. Und da schießt man gleich mal los mit MX65, hat mich gefragt, ich hätte vielleicht noch eine Videofrage. Macht Sand wirklich viel kaputt oder ist es nur ein Gerücht? Ja, was heißt viel kaputt? Also der Verschleiß ist schon deutlich stärker, ja. Man hat im Sandbereich natürlich die Kette, die dann ziemlich arge Mitleidenschaft genommen wird, sage ich mal, die Plastikteile und so weiter. Es kommt immer ein bisschen drauf an, was man auch für einen Sand hat im Detail, ja. Es gibt auch richtig nassen, aggressiven, so Kalksand und sowas, was wirklich richtig massiv das Motorrad angreift. Und es gibt natürlich auch den mikrofeinen, Dünensand, würde ich fast sagen, was jetzt nicht so gravierend schon Verschleiß ist, ja, wie Sandstrahlen dann, aber halt feiner. Und bei der Kette ist halt das Problem, man hat da oft so ein richtig klebriges Öl oder Fett, wo man die Kette damit benetzt, ja, damit sie halt schön lange hält und geschmiert ist. Ist ja auch vollkommen richtig. Problem ist nur, bei Sand klebt das dann auch an den Fett mit dran und zieht es dann jedes Mal durch die Schleifklötze und so weiter. Und da verschleißt nicht bloß die Schleifklötze extrem, sondern auch die Kette an sich wird dann recht schnell abgenutzt und natürlich dann auch Kettenblatt und Ritzel und so weiter. Ja, und das ist aber nicht das Einzige. Auch die Plastikteile, ja, das ist wie Sandpapier, ihr habt es an den Hosen und so, es klebt vielleicht mal dran, gerade wenn es regnet oder so, und dann scheuert das, also man sieht es am Dekor am schnellsten, ja, wenn man kein Dekor hat, ja, der Plastik ist sofort zerkratzt, da hat nicht mal das Dekor, was ja nicht vorhanden ist, was eigentlich erstmal abfängt, ja, und was hat man noch so für bewegliche Teile oder verschleißempfindlichere Teile dann, zum Beispiel die Ketten, die Bremsklötzerketten, oh mein Gott, Bremsklötzer zum Beispiel, die verschleißen dann in den meisten Fällen auch schneller, kommt auch ein bisschen drauf an, welche man hat und welchen Sand und so weiter. Und was noch? Okay, jetzt die Bremsscheibe, ja, da bin ich zu sehr, wohne ich zu sehr im Gebirge, da habe ich jetzt keinen Vergleich. Das ein, zwei Mal, was ich im Sand fahre, fällt es da vielleicht nicht im Gewicht, aber da können die Sandexperten aus dem Norden von Deutschland oder wo immer ihr auch trainiert, uns teilhaben lassen, wie oft ihr vielleicht mal eine Bremsscheibe wechseln müsst oder so. Ansonsten würde ich auch behaupten wollen, gerade bei feinem Sand, dass der Luftfilter vielleicht dann bei der Minute X oder Stunde X dann sagt, ich halte doch nicht alles zurück und es geht dann in den Motor rein, wird dann angesaugt, ganz feiner Staub und Dreck, was im Sand einfach höher dazu geneigt ist. Gerade wenn es wirklich staubtrocken ist, stiebt es ja auch dann recht ordentlich Sand. Und das ist dann wirklich sehr feiner Staub und Dreck, der vielleicht der Luftfilter nicht ganz schafft. Und dann hat man natürlich das Sandpapier im Getriebe, im Motor und verschleißt dann doch ein bisschen mehr. Aber das ist jetzt rein spekulativ. Also man hat es schon teilweise manchmal in Öl gefunden oder so. Aber ja, kann jetzt jeder für sich entscheiden. Wie gesagt, da müsste ich auch auf die Sandleute mal zurückgreifen. Was habt ihr? Habt ihr da Erfahrung, was da einfach mehr anzieht? Weil ich wohne hier im wunderschönen Erzgebirge. Ja, bei uns ist eher das Problem, dass große Steine rumliegen und dann im Gegenzug dafür mal der Kühler kaputt gehen kann, weil man einfach auf einen Stein fällt oder einen Stein auch von vorne reingeschossen bekommt und dann die Steinrippchen da drin haben und dann harte Schläge in den Gabelholm oder sowas, weil man da einfach von solchen Steinen gesandstrahlt worden ist und nicht von kleinen Sandkörnern. Ja, das ist dann der Nachteil bei uns ein bisschen im Gebirge, wo dann wirklich Steine rumliegen, dass man da mal was abbekommt und dann richtige massive Kratzer bekommt, zum Beispiel auch in den
Gabelholm oder wie bei mir brandaktuell den Gabelholm ein Stein sich verklemmt hatte und man richtig da eine Macke reinkriegt. Ja. Ist mir vorher auch noch nie passiert in den über 25 Jahren mittlerweile fast, zumindest. Aber jetzt, im 25. Jahr, ist es mir halt dann doch mal passiert. Ja. So ein paar Dinge auf Dauer verschleißt halt ziemlich die Optik, sage ich mal, vom Motorrad und auch halt sowas wie Kettenkit und Bremsbelege. Ja, das verschleißt dann schon mehr im Sand. Ja, weil man einfach wie stellt euch eine Waschstraße mit Sandpapier vor. So ungefähr kann man es deuten, dass man da permanent durchfährt bei Sand. Ja, somit hoffe ich, dass ich die letzte Frage zufriedenstellend beantworten konnte und komme mir gleich zur nächsten. Die kommt von FA und er fragt oder sie fragt, weiß ich nicht. Ja. Hey Nick, was hältst du von Quirly und den Grenzgängern? Also ich bin ganz ehrlich, ich verfolge die gar nicht so. Das heißt gar nicht so. Ich habe mal, wo ich mit YouTube angefangen habe, mal so ein bisschen recherchiert, was denn so die großen Kanäle in unserem Sport sind. Natürlich kommen dann Quirly und die Grenzgänger erstmal, ja, mit an der Stelle und habe mir da ein, zwei Videos mal angeguckt. Also so ein bisschen just for fun durch die Gegend schießen. Ja, was ich in einerseits feier, weil deshalb auch die Motivation, irgendwann mal bei der Amis mit zu sein, vielleicht ein Ferienhaus zu haben, aber das ist noch in nicht greifbarer Nähe, auf jeden Fall noch ein bisschen arg weit weg, aber ich habe es im Hinterkopf, ja, weil man halt da diese Freiheit halt legal hat, ja. Da kommt hinter nächsten Hügel nicht das nächste Dorf wie bei uns in Deutschland oder Mitteleuropa allgemein, ja, nach jedem Hügel ein Dorf oder ein Feld, wovon ja welche davon leben müssen, von den Erträgen von dem Feld. Ja, ich war ja schon dreimal bei den Amis und auch zu Motorsportveranstaltungen, aber das schweife ich schon zu weit weg. Aber ich bin da auch durch die Prärie gefahren, ist ja wirklich Prärie dort noch. Und da interessiert es keinen, da kommen über Meilen, also kilometerweit, kommt da keine Zivilisation in dem Sinne, ja, kein Dorf, kein Nix. Ja, da musst du schon GPS mithaben, um überhaupt wieder auf der Straße zurückzufinden, weil da ist einfach mal nix. Da interessiert keine Bohne, ob du dort lang fährst, ja. Und das ist dann halt recht cool. Das ist für mich noch richtig geile Freiheit, ja. Deshalb ambitioniert dahin zu arbeiten, das vielleicht mal wirklich in vollen Zügen zu genießen. Ja, und die machen es halt bei uns hier in der Region, ich nehme mal an, Deutschland werden die sein, ich weiß es gar nicht, teilt es mir unten mit, wie gesagt, ich verfolge die Kanäle nicht, ich habe nur ein, zwei Videos und mag mir gar nicht so sehr ein Urteil darüber zu erlauben, weil ich es gar nicht im Detail kenne, bin ich ganz ehrlich. Aber halt so wild durch die Gegend zu schießen, durch den Wald, ist natürlich der Traum aller von uns, diese Freiheit zu haben, aber man hat es halt in den regulierten und ja, gesetzesstrebigen Deutschland halt nicht so die Möglichkeiten, ja. Weil halt irgendwie jeder Quadratmeter in irgendeinem Besitz ist. Und es gibt bei uns nicht die unberührte Natur wie bei den Amis, weil da oder in anderen Ländern, Neuseeland oder Australien oder wie auch immer, gibt ja noch viele Länder, wo du wahrscheinlich, wenn du da mit dem Motorrad durch die Prärie fährst, der erste bist, der überhaupt auf den Quadratmeter dort war. Ja, also keine Ahnung. Und das hat man halt hier in Mitteleuropa einfach nicht. Hier ist jeder Ort oder jede Stelle besiedelt und man geht dann halt mit gewissen Interessen, jeder hat andere Interessen, da geht man halt denen dann teilweise auf den Sack, auf gut Deutsch. Oder man beschädigt wirklich dann Eigentum. Deshalb gibt es ja die Trainingsstrecken und Gott sei Dank gibt es die noch. Gerade wir in Sachsen sind ja recht verwöhnt dahingehend, wenn ich das aus anderen Bundesländern so mitkriege und höre. Ja, und wenn die anderen Bundesländer das nicht so haben wollen oder Gemeinden oder sowas, mit der Argumentation haben wir ja damals auch die Strecke bekommen. Weil wir sagen, wir holen euch die Leute von den Wäldern und von den Feldern und wie auch immer, weil es dann ein Trainingsgelände hier in der Region gibt, ja. Und ein Stück weit hilft das auch, ja. Natürlich gibt es immer schwarze Schafe oder man möchte einfach mal nach Hause fahren. Wenn das Verhalten ist und man fährt jetzt nicht bei irgendwelchen Reitern, die gerade auf dem Feldweg lang reiten, mit 120 vorbei, sodass es
ja, das Pferd durchgeht oder noch einen Stein ans Schienbein kriegt oder an irgendwelche Rentner, die spazieren gehen, hier Hinterrad mit halb Mütze klauend oder sowas, keine Ahnung. Ja, ich will jetzt nicht sagen, dass die das da machen, aber die schießen halt wild durch die Gegend, zumindest bei den ein, zwei Videos, wo ich es gesehen habe. Ja, wie gesagt, ich mag da mir gar kein Urteil erlauben, weil ich da, denke ich, zu wenig gesehen habe. Einfach, ja. Ich muss bloß sagen, das eine ist geil, weil die den Sport feiern, ja, was ich auch mache. Das ist mit der geilste Sport, den es gibt. Für mich sowieso Nummer eins, ja. Und das leben die halt auch. Was ich extrem feiere. Ich würde es am besten, am liebsten selber machen, ja. Aber ich lebe halt in einem Land, wo es nicht so erlaubt ist, habe dafür gewisse Privilegien, die man halt in dem Land machen kann. Und man muss sich halt an gewisse Regeln halten. Und sonst hat man ja auch kein Anrecht auf die Privilegien. Also man sollte natürlich alles nicht so krümelkackermäßig sehen, übertrieben, aber man sollte sich schon an den Rahmenbedingungen halten und mit gesundem Menschenverstand. Und ja, das ist zumindest meine Meinung. Ich kann nachts beruhigt schlafen, ja. Und ich übe den Sport so aus, wie halt hier die Rahmenbedingungen sind, so dass es von 1 bis 100, ja, von A bis Z Spaß macht, ohne dass ich Bedenken haben muss, ein Scheiße, erwischt mich jetzt jemand oder stehen morgen die Bullen vor meiner Tür oder sonst was. Nee, das mache ich nicht. Und ich mache den Sport so, wie es, ja, die Rahmenbedingungen in unserem Land halt hergibt. Auch wenn es eingeschränkt ist, aber dafür kann man ja hinarbeiten, dass man da woanders vielleicht hingeht. Vielleicht ist sowas auch in Spanien möglich. Also es gibt ja Autoren in Kroatien und in Griechenland und was es nicht alles für Möglichkeiten gibt, wo es halt noch keinen interessiert, wo auch die Vegetation nicht so ist, dass es da eine Landwirtschaft großartig geben kann, weil halt da nichts großartig wächst und somit keinen interessiert, ob man da mit dem Motorrad lang fährt. Aber ich würde sagen, so politisch will ich es gar nicht auf meinen Kanal eigentlich halten. Es soll Spaß machen, somit denke ich, habe ich die Frage zufriedenstellend beantwortet. Ihr könnt es gerne unten in die Kommentare noch reinhauen, ja, was ihr dazu meint. Bleibt aber dabei bitte sachlich und nicht beleidigend werden hier. Ja, wie gesagt, der Kanal soll Spaß machen und nicht hier irgendwie abstinken. Ja. Also in diesem Sinne hoffe ich, dass ich die Frage zufriedenstellend beantworten konnte für euch. Somit hoffe ich, dass das Video euch gefallen hat. Wenn ja, gebt mir einen Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr kein Video dieser Art mehr verpassen möchtet. Kommentiert fleißig, was eure Meinung dazu ist. Und ansonsten wünsche ich euch natürlich viel Erfolg und sportfrei. Euer Nick.